Bitte nicht. Ich möchte nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Wo ist eigentlich unser Winzling? Unser Winzling ist hinten bei den Maschinen. Schauen, ob er seine Arbeit gut macht. Dafür, dass er so klein ist, scheint er aber gut da reinzupassen. Er hat anscheinend einen Stall gebaut. Nicht ganz ein Stall, eine Werkstatt. Die Dinger sind sehr schwer auseinanderzunehmen ohne vernünftiges Equipment. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie einfach unserem Architekten Bescheid. Werde ich. Aber Feldwerkstätten aufbauen, das war Grundkurs auf der Akademie. Ich denke, das kriege ich doch hin. Warte, wo ist der Sprengstoff abgeblieben? Sprengstoff? Das gehört dazu. Die brauchen ja Munition. Ich hoffe, hier geht gleich nichts hoch. Hier gleich ein Winzling durch die Luft. Ja, so lief das schon die ganze Zeit auf dem Ballonfahrt. Das war klasse. Wenn etwas hochgeht, haben wir ein winziges Problem. Das wird immer besser. Oh, jetzt musst du aber eigentlich echt irgendwie so die einen halben Stall wieder in die Luft jagen. Nein, nein, nein. Oder irgendwas Beim anderes. nächsten Mal, beim nächsten Mal. Oh, es scheint ein guter Schwimmer zu sein. Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Mal hier gehorcht's. Wenn man denkt, es kommt nicht durch, genau dann kommt es durch und wo man denkt, du passt auf jeden Fall durch, bleibt es hängen. Sag ich doch. Gott, nee. Will doch der ganze Wald ab. Ja, so langsam gehorcht ihr doch mehr. Da besser für dich. Guckst du mal da die Kralle mit dem Lichtschwert? Wenn schwer beeindruckt sind. Oh, was geht denn hier ab? Oh. Herr Architekt? Ich mach in die Tür auf. Ich sehe, konnte sie eine neue Kreatur erbeuten. Wir zwei haben ja schon Bekanntschaft mit dieser Kreatur gemacht. Sehr gefährliche Kreaturen. Nennen Sie diese Kreaturen? Langfinger, weißt du doch. Ja, Meister. Wir wurden doch schon beide von dieser Kreatur niedergestreckt. Eine neue Kreatur? Die Langfinger. Interessant. Sie konnte mich und meinen Schüler in der Anfangszeit dieses Planeten sehr schnell niederstrecken.
habe mir ein weiteres Exemplar gesucht und es bezwungen. Ich glaube, ich werde dieses Exemplar bald genauer unter die Lupe nehmen. Gut, bringen Sie es ins Gehege, mein Schüler. Ich konnte einen neuen Droiden für uns gewinnen. Wo haben Sie den her? Er ist uns am Strand entgegengelaufen und dann hat unser Winzling ihn untersucht. Berichten Sie mir. Kommen Sie. Kommen Sie mit. Eine imperiale Einheit. Ja, Meister. Er soll auf weitere Aufklärungsmission gehen. Er kann genauso speichern wie die B8-Einheit. Zeit hilft er den Koch noch beim Saubermachen der Küche und beim Zutaten zu befreien. Das ist doch kein Staubsauger! Sie wurden damals so verwendet. Okay, wir brauchen mehr davon. Muss ich auch nicht mehr sauber machen. Ich werde unserem Winzling Bescheid geben. Wie der macht? Ja. Zeit ist es ihm nicht möglich, weitere von diesen Droiden zu beschaffen. Sind Sie sich sicher, dass er da durchpasst? Glaubt denn er, dass sie da durchpasst? Winzling, wie finden Sie unsere neue Kreatur? Mein Schüler, noch viel lernen du musst. Das, lauschig? Lachen Sie mich gerade aus? Lassen Sie sich nicht täuschen von den Krallen. Habe ich eigentlich einen Raptor geladen gehabt? Gott, können wir mitnehmen. So. Eine Sattelkonstruktion gilt es natürlich herauszufinden. Da werde ich mich das nächste Mal dran machen. Ich denke, mit diesen muskulösen Beinen wird sie einen Menschen tragen können. Ich hoffe, wir könnten bald anfangen, welche zu paaren. Die Krallen sind sehr mächtig. Wie gesagt, sie hat mich und meinen Schüler das letzte Mal niedergestreckt. Trotz Rüstung. Wir mussten 2 Tage uns erholen von diesem Angriff. Ich werde diese Kreatur untersuchen und mit meinem neuen Protokolldruiden alles aufzeichnen. Wir gehen jetzt gleich in den Kryoschlaf. Machen Sie sich schon mal bereit dafür. Verstanden. Mein Lord, Ihr gewünschter Wachturm auf den kleinen Hügel. Ich habe ihn schon von hier aus gesehen. Ist es schon bewaffnet? Wo ist der Druide gerade? Ich muss noch den Schutzwall verstärken, aber wir haben. Er ist gerade in der Küche, alles sauber machen. Vom Turm aus, mein Lord. Dann schaue ich mir das mal an. Was wird hier errichtet? Wenn Sie wollen. Das ist die Parkebene für die. Ich benötige eine Feldwerkstatt für die Kampfanzüge. Ich konnte auch schon einen reaktivieren, aber leider musste ich defekte Komponenten ausbauen. Also hier in der Mitte, der ist. 3 Defekten haben sie einen ganzen gemacht. Leidlich ganz. Der Personenschutz fehlt und die Zielvorrichtung auch. Aber
ist ja kein Scharfschütze, also sollte das funktionieren. Architekt, haben wir eigentlich eine Schlafkammer für unseren Winzling? Ich müsste noch ein, zwei Kryo-Schlafkammern im Lager haben, mein Lord. Einheit 07. Schau mal nach. Begeben Sie sich in die Basis. Wir gehen jetzt gleich in den Kryo-Schlaf. Jawohl. So, ich begutachte noch den Turm. Von welcher Seite aus begeht man ihn am besten? Oh, ich bin ganz allein. Gut, dann gehen wir halt alleine den Turm. So, geht's dann. Ist das ne? Und die Treppe ist dann quasi zum Schießen. Schon hoch, ne? Fast so hoch wie die Pillar. Wahnsinn. Das ist tödlich, wenn ich so springe. Stimmt. Man kann gar nicht. Oh doch, man kann. Autsch! Die Spikes sind damit jo weh tut. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Rufen Sie die Sturmtruppler zusammen für den Kryoschlaf. Ich habe die Einheit 07 schon informiert. Aber die anderen müssen noch zusammen getrommelt werden. Over and out. 07, wir gehen in die Schlafkammer. Ich benötige noch einen Moment. Die Mechs müssen noch über Nacht gesichert werden. Nehmen Sie die Batterie raus oder sowas. Den Trafo. Ziehen Sie den Schlüssel. Ich weiß das nicht. Wenn wir sie jetzt so stehen lassen, dann könnte es passieren, dass die Automatik eingreift und sie amok laufen. Das ist die Automatik, falls der Pilot ausgeschaltet wird. Ich werde noch die Sicherungsbolzen platzieren. Herr Saruta, es ist Zeit für den Kryoschlaf. Begeben Sie sich dann aber sofort in den Kryoschlaf. Es ist sehr gefährlich. Wir haben festgestellt, dass dieser Planet einen bestimmten Rhythmus hat. Der es einzuhalten gilt. Gehen Sie vor, ich muss gucken, ob sonst noch irgendwo jemand herumläuft. Sturmtruppler auf in den Kryoschlaf. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Wir sind weg, sind die hochgegangen? Ich werde. Ich war nicht dabei! Jo. Captain Phasma? Sturmtruppler auf in den Kryoschlaf. Captain Phasma, ich suche den Saboteur. Den habe ich bereits zum Kryoschlaf geschickt. Der ist mir noch eine Erklärung schuldig. Schauen Sie das mal, was der hier treibt. Können Sie mir das erklären? Naja. Haben Sie sich denn nicht gefragt, woher er seine Leber bekommt? Herr Lies. Sie sollten es einfach nicht hinterfragen, aber auch nichts von seinen Lebensmitteln annehmen. Huch, warum liegt der denn unter dem Bett? Wer mag das? Also nicht, dass sie jetzt hier so komische Spielchen anfangen. Ich glaube, dafür gibt es extra Räume. Herr Saboteur? Ich hatte auch Angst, weil er unterm Bett liegt. Herr Saboteur? Jawohl. Was machen die Leichen bei Ihnen da hinten am Experimentszimmer? Wissen Sie noch die Leber? Das ist Ihr Ernst?
Vollkommen. Sie schrecken auch vor gar nichts zurück. Die haben, ja, ich werde auch nicht jünger. Die haben da richtig Geschmack dran gefunden. War hier jeder nochmal auf dem Topf? Ich habe keine Lust, wieder von der Spülung geweckt zu werden. Jawohl. Und denken Sie, machen Sie das Feuer in Ihrer Hand aus. Ich habe hier keine Lust, die Feuerwehr zu rufen. Oh, Jesus. Bedenkt, er ist winzig. Er ist ein winziger Sturmtruppler. Was der einen Krach macht. Oh Gott, gleich explodiert das ganze Zimmer da unten. Nein, machen Sie das Feuer aus! Oh mein Gott! Die jagen uns alle hier in die Luft. In den Kryoschlaf. Sind Sie denn wahnsinnig? Ein wenig. Der Architekt. Ich hätte es noch eine Leber gegeben. Der Architekt ist schon im Kryoschlaf. Jetzt aber zack, zack, hier. Herr Saboteur, ist das dieselbe Kryokammer, die der Architekt das letzte Mal auch benutzt hat? Mein Schüler, machen Sie diese BB-8-Einheit leise. Ja, schrecklich. Ich werde sie jetzt abschalten und aufladen. Ja. So, meine Zuschauer-Sturmtruppler. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Das war doch ein sehr aufregender Tag. Auch unser Winzling eine gute Nacht geschickt. Samstag, 20 Uhr. Ciao, ciao.